Schönen guten Tag zu einer neuen Folge Die Sims 3. Eigentlich nehme ich jetzt gerade zum zweiten Mal auf. Aber das Programm hat gerade wieder entschieden. Nee, ich habe kein Bock mehr. Ich hänge mich jetzt einfach mal auf. Ich habe noch keine Ahnung so richtig, woran es liegt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie jetzt gleich als erstes wach wird. Was mir so aufgefallen ist. Immer wenn man, wenn sowas passiert und es stürzt ab und man nimmt dann eine neue Folge auf, also besser gesagt, man nimmt ja das gleiche nochmal auf, dann erscheint es einem immer sehr komisch, das gleiche zu sagen wie in der Folge davor. Weil eigentlich hast du es ja schon erzählt und eigentlich müsstet ihr es ja jetzt schon wissen. Aber irgendwie wisst ihr es ja doch noch nicht, weil die Folge ja immer nicht veröffentlicht wird oder bei mir sogar jetzt schon gelöscht ist. Das ist irgendwie immer sehr merkwürdig. Und was auch merkwürdig ist, dass ich habe nur einen Monitor. Ich habe immer Angst, dass im Hintergrund die Aufnahme nicht läuft. Und dann nehme ich mal so eine Stunde einfach mal so für nichts und wieder nichts auf. So, diesmal hat wenigstens das Muffinbacken gleich beim ersten Mal geklappt. So, ich kann es dir auch mal Muffin nehmen. Da brauchst du den Rest auch noch nicht wegstellen. So. Bei mir hatte sie auch hier schon diesen gleichen Wunsch, das Spielzeug hier zu kaufen. Und ich habe wirklich ernsthaft nicht überlegt, ob ich das sogar tue. Hoffen wir mal, dass sie jetzt dass die Toilette nicht nochmal kaputt macht. Die hat sie nämlich jetzt eben gerade kaputt gemacht. So, die Fahrgemeinschaft kommt in einer Stunde. Wir haben es 8 Uhr, jetzt nicht mehr aufstehen. Wieder. Sie hat die Toilette ganz gelassen. Cool. Okay, räumst du das jetzt nochmal weg. Und danach können wir eher ja den Wunsch erfüllen, in den Park zu gehen. Eigentlich kannst du dir nochmal die Zähne putzen. Und jetzt den Rest wegstellen. Oder wollen wir Zibo? Ich kann jetzt erstmal den Rest wegstellen. So, er kann dann aufräumen. Sauber lecken. Wo stellt ihr das jetzt hin? Auf die andere Tischart. Schön. Gut. Wenn du wach wirst, kannst du erstmal schnell duschen. Danach Reste essen, Erbsensalat. Und dann kannst du Gitarre spielen. So ist der Plan. 100% abgeschlossen. Gut, da würde ich jetzt sagen, wir machen das, was ich vorhin schon gemacht habe. Spielplatz besuchen. Und jetzt speichere ich, auch wenn ich gerade eben schon erst eigentlich geladen habe. Weil jetzt eben ist es bei mir hier abgestürzt. Speichern. Besser gesagt, es ist abgestürzt, als sie auf den Spielplatz war. Aber jetzt immer alles viel früher und hat alles viel flüssiger geklappt. Ist schon gut, wenn man in die Zukunft blicken kann. Was mir jetzt auch passiert ist, bei unserem Mario-Video musste ich die Zähne rausschneiden. Weil angeblich, also weil das ja
Der Ton, der Hintergrundsound von Super Mario ist ja logischerweise der Sound von Super Mario und das gefällt Nintendo nicht. Aber wie machen das andere Let's Player, dass der Sound im Hintergrund nicht gesperrt wird bei solchen Spielen? Das ist mir ein Rätsel. Ich habe jetzt beschlossen, dass wir beim nächsten Mal einfach mehr labern müssen. Was mir auch so aufgefallen ist. Oder habe ich die jetzt nicht genommen? Wir spielen ja gar nicht auf der Standard-Map, fällt mir gerade so auf. Bin ich ja voll der Blitzchecker. Die ist schon so standardmäßig für mich, weil wir hier eigentlich meistens drauf spielen. So, und dann hatte ich gemacht das. Hier sieht man auch mal was von den Gartending, glaube ich. Habe ich das gebaut oder habe ich das nicht gebaut? Ich glaube, das habe ich nicht gebaut. Das ist viel zu schön. Und, spielst du jetzt auch? Also scheint ihr auf jeden Fall irgendwie Spaß zu machen. Oder auch nicht. Doch, es macht dir Spaß. So, ist unser Dornröschen denn endlich mal wach? Wieso? Und der Matthias Platz 3. Was denn cool? Schau's von hier. Das ist ein Standardhaus. Ich habe nur eine Etage draufgebaut. Das ist schön, wenn du es cool findest. Sie stellt sich immer raus zum Gitarre spielen. Erzähl mir doch mal warum. Vor allem im Schlafanzug. Geh doch. Nee, dass er Geld verdient. Die muss ja jetzt gleich oder arbeiten. macht das. Auf. Hier hin. Auf. Nee, dann muss ich ja richtig klicken und dann steht da. Die? Das ist keine Halloween-Figur. Das ist eine Vogelscheuche. Das ist ist ein. gerade Halloween. Ach so, es war Halloween. Aber das kann man doch nur in öffentlichen Platz. Also ich glaube, dafür ist er noch zu schlecht. Weil sonst würde ja hier ein extra Feld kommen. Für Geld verdienen. Es geht aber doch nicht. Da steht doch nicht für Geld verdienen. Geld verdienen mit oder Ich so. gehe wieder. Ja, geh wieder. Mach mir die Tür zu. Vielen Dank. Eigentlich ist hier auf diesem Spielplatz überhaupt nichts los. Das ist doof. Hat sie denn Freunde? Ja, nur erwachsene Freunde, ne? Hier ist ein Kind. Will ich gar nicht. Kann sie auch schon Schach spielen? Ich wollte eigentlich hier mal gucken. Jo, 14 Uhr müsste eigentlich die Fahrgemeinschaft kommen. Müsste er hier jetzt nicht? Das habe ich bestimmt gerade weggeklickt. Ne, da steht so. Ah, wenn sie den Fähigkeitspunkt jetzt noch voll kriegen würde in der Zeit, wäre das ja geil.
Das sieht eher schlecht aus. So, und er kann dann eigentlich, wenn er fertig ist, ins Hüttenstudio joggen. Joggen, haha. Was hat er denn für Wünsche? Hier hin joggen. So, das passt so. Du musst aufhören mit Spielen, du musst in die Arbeit. Also haben wir den Fähigkeitspunkt wieder nicht voll gekriegt. Die geht immer noch nicht mehr ab. Okay. Ist ja auch ein Spielplatz. Los, da gehst du jetzt mal hin und spielst mal auf den Spielplatz. Was hat er denn für Probleme? Mach mal so. Hier ist genauso wenig los wie auf den anderen Spielplatz. Fährt sie jetzt erst mit dem Fahrrad? Ach nee, sie schaukelt noch. Gut, genug geschaukelt. So, jetzt ist die Frage, fährt sie jetzt mit dem Fahrrad einmal hier rum? Oder läuft sie ja einmal quer? Sie fährt einmal mit dem Fahrrad rum. Das ist halt eben doof. Du kannst keine Straßen irgendwie festlegen. Sie kann ja eigentlich auch mal hier hinfahren. Ah, das ist zu viel Gefahr. Kann ich jetzt eigentlich nur hier spielen oder auf Spielplatz spielen? Auf Spielplatz spielen. Na gut, sie kommt ja erstmal klar. Sie ist an der Arbeit, er ist fast fertig mit der Arbeit. Und er braucht Sport. Athletik. So. Hey, jetzt habe ich gedacht, sie hat einen Rucker und ihr Ruck wäre hier in die Lampe. Schön. Hier ist viel mehr los. Komm, jetzt gehen wir hier hin. Hier kann sie nichts machen. Kann sie schwimmen? Angeln. Okay, nee, schwimmen. So. Wenn er ankommt, kann er erstmal duschen. Die arme Sau. Nach der Arbeit könnte ich mir aber was Schöneres vorstellen, als joggen zu gehen. So, ich hatte jetzt hier irgendwie ganz viele von diesen Punkten da irgendwie. Ach, hier kann ich ja das lesen, ne, was ich da machen muss. Das ist aber sehr langweilig, was ihr dann seht, wenn ich jetzt lese. Ne? Vielleicht mal eher so. Mit Baum. Macht sich auch gut. Eher so. Jetzt hab ich gedacht, die wären nackt. Okay. Kann ich das auch wieder ablehnen? Ja, so, alles klar.